Was geht ab, meine Seefighter-Hauser hier? Und heute im japanischen Dokkan-Battle, denn wir haben hier noch Tickets. 78 Tickets haben wir auf der japanischen Seite. Ich fange einfach mal direkt an. Die hauen wir heute alle im Video raus. Und das Geile an JP ist, Herr mit allem, weil JP-Account ist da, glaube ich, kaum ein Charakter auf 100%, deswegen nehme ich da auf jeden Fall gerne lieben Dank etwas an oder komme was wolle. Und Cut. Bevor wir mit dem eigentlichen Video anfangen, Freunde, möchte ich gerne auf eine häufig gestellte Frage eurerseits eingehen, nämlich Osuru, wie spielst du eigentlich Dokkan Battle auf dem PC? Mit dem Nox Player. Der Nox Player ist ein Android-Emulator, den ich überwiegend für meine Videos oder Streams benutze, beispielsweise für das Dokkan Battle Gameplay. Daher erfreut es mich umso mehr, euch mitteilen zu können, dass dieses Video vom Nox Limited Team unterstützt wird. Nox Limited selbst ist ein Team von Geeks, die in Hongkong leben und exzellente App-Player-Software entwickeln. Der kostenlose Android-Emulator Nox Player bietet den Nutzern dabei das beste Erlebnis beim Spielen und Verwenden von Android-Games und Apps auf dem PC oder Mac. Und wie gesagt, Freunde, ich selbst nutze den Nox Player täglich. Sei es für meine Videos oder Streams oder eben mal gechillt selbst zu zocken, kenne mich somit damit aus und kann es euch daher guten Gewissens weiterempfehlen. Wie bekommt ihr den Nox Player? Ganz einfach. Klickt auf den Link in der Beschreibung, um auf die Webseite bignox.com zu gelangen. Hier klickt ihr auf den Download-Button, ladet es euch herunter und installiert es auf eurem PC. Nach der Installation und Öffnen des Programms steht euch quasi ein Android-Gerät auf eurem Computer zur Verfügung. Dabei könnt ihr alle Funktionen eines Android-Gerätes nutzen und auf eine Vielzahl von Apps und Spielen zugreifen. Ich persönlich spiele überwiegend Dokkan Battle auf dem Nox Player, was denn auch sonst, und es tut seinen Job wirklich einwandfrei. Ihr könnt hierbei auch zwischen Tablet- und Handy-Modus wechseln oder gar das Handy-Modell ändern. Zusätzlich könnt ihr auch euren Joystick mit dem Emulator verbinden und damit eure Lieblings-Mobile-Games über den Controller spielen. Der Multi-Drive bietet noch eine weitere Möglichkeit hierbei an, denn dadurch könnt ihr viele Emulatoren erstellen und auch gleichzeitig ausführen. Also wer Dokkan Battle JP und Global gleichzeitig spielen möchte, der ist damit auf jeden Fall sehr gut aufgehoben an der Stelle. Und so viel zu den Nox Player, Freunde, jetzt wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, wie euer Boy Dokkan Battle auf dem PC spielt. Das Ganze wurde wie gesagt durch Nox Limited unterstützt, nochmal vielen lieben Dank dafür an der Stelle, aber ich selbst stehe wie gesagt hinter dem Produkt selbst, kann es deswegen guten Wissens an euch weiterleiten, an euch weiterempfehlen und das war mir auf jeden Fall bei der Sache ganz, ganz wichtig. Daher wünsche ich euch auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß mit dem Produkt und wir machen weiter im Kontext. Ich war einfach nur Spaß haben heute, Leute. Ich krieg jetzt raushauen. Wir hatten hier. Okay. Wollte gerade sagen, wir hatten hier Vegeta, aber es ist ein Baseball geblieben. Also resultiert daraus keine Fusion auf jeden Fall. Aber wir haben ein Crackscreen. Ja! Ein Dokkan-Exon-Charakter haben wir auf jeden Fall. Oder ein LR. Denn das Banner ist ein spezielles Banner, Leute. Es ist ein Dokkan-Festival-Banner mit LR-Charakteren und dementsprechend geht bei den garantierten LR-Animationen bzw. bei solchen garantierten Dokkan-Festival oder bei den Animationen, die wir besprochen haben, gilt das eben Dokkan-Exklusiv oder LR, weil beides in diesem speziellen Banner drin sind. Nur LR Vegito Blue, okay, Ultimate Guardians, ja, okay. Den nehmen wir an. Nur LR Vegito, Alter, korrekt, Messain, her damit, lass mich mal aussprechen, Freund. Nur LR Vegito Blue sagt euch quasi sofort in jedem Banner, boom, du ziehst auf jeden Fall ein LR. In so speziellen Banner wie das hier, wenn in Dokkan Festival Banner ein LR drin sind oder LR-Charaktere drin sind, dann heißen die anderen Animationen Dokkan Exklusiv oder... Oh mein Gott. Alter, du Bates. Warum habe ich... Alter. Warum habe ich gerade geschrien? Weil es ein Bait war und aus dem Bait kann auch in dem Banner halt Dokkan Exklusiv und ich habe es gerade gesagt, oder LR. Alter, was war das für ein geiler erster Multi? Okay, es sind geile Charaktere gedroppt. Während es andere Dokkan Exklusiv Charaktere wäre es natürlich umso geiler. Aber hey, die nehmen wir auf jeden Fall an der Stelle. Die nehmen wir auf jeden Fall an. Ach du. Da hatte mich das Spiel gerade richtig. Oh mein Gott. Ich hatte gerade übertriebene Dreams, dass dann LR droppt. Ohne Spaß, weil ich es gerade ausgesprochen habe. Puh. Und außerhalb davon, Freunde, wissen wir letztlich, was zu den Animationen sagen kann. Wenn quasi, wenn jetzt nur ein Dokkan-Festival-Banner wäre, dann würden die ganzen Animationen euch signalisieren, okay, ihr kriegt hier einen Dokkan-Exklusiv-Charakter. Wenn es ein anderer Banner ist mit LR-Charakteren drin, also kein Dokkan-Exklusiv-Banner, dann bekommt ihr dann LR aus den Animationen, die auch quasi ein LR liefern, ja. Also Super Vegito zum Beispiel und so und so fort. Aber das haben wir alles besprochen, nur wissen wir in diesem Banner... Ja! Ich hab grad überlegt, warte, Omega Shenlong, wir sind auf JP. Hab ich nicht. Will ich, weil ich ja Full Power Goku hab. Korrekt. Mit Omega Shenlong kann ich auf jeden Fall was an. Ja, das ist ein. Nur her mit den Tickets.
Geil, 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 das freut mich auf jeden Fall hier an der Stelle. Das Geile ist auch die quasi, wir hatten hier, glaube ich, in der Animation habe ich Piccolo und Gohan. Es gibt immer so Duos. Wenn gewisse Duos auftauchen, dann signalisiert euch die Animation auch, ihr bekommt einen Featured-Charakter. Das sind Featured-Charaktere, sind die Charaktere, die im Banner, also im Bannerbild enthalten sind. Und in dem Banner ist das Geile, es sind nur Dokkan-Exklusive gefeatured. Deswegen könnt ihr darauf aussagen, okay, ihr bekommt quasi einen guten Charakter. Natürlich, also immerhin einen Dokkan-Exklusiven, wisst ihr, was ich meine? Und das Duo, was wir gerade hatten, war Piccolo und Gohan. Es gibt vielleicht noch andere Duos. Wenn nur Krillin dabei ist mit Goku, dann ist es auch eins. Chaozu mit Tenshinhan und. Oder Goten mit Trunks. Müssen wir mal beobachten, was abgeht. Was wir aber beobachtet haben im Stream war, wir hatten so eine Featured-Animation. Aber dann habe ich mich gewundert, warte mal, wir haben keinen Featured-Charakter gezogen. Er hat gesagt, ey, doch, Osaru, du hast einen. Nämlich ein SR-Goku war das. Natürlich, die Featured-Charaktere können auch SR-Charaktere sein. Aber die Animation sagt euch eben, wie es auch ist. Ihr bekommt einen Featured-Charakter und wenn da SR-Charaktere gefeatured sind, dann ist auch quasi ein Featured, also SR mit am Start. Alter, ich habe mich immer noch nicht erholt von dem Bait. Der Double Crack Stream plus Bait. Oh, ich hatte in dem Multi übertrieben Hoffnung in dem ersten, was sie da hatten. Ach du Heiliger. Tenshinhan und Bu, alright. Runter mit, runterziehen, runterziehen. Ey, ohne Spaß. Oh mein Gott. Crackstream, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Stream Crack oder? Oh, leider nicht, das können wir skippen. Da bekommen wir nichts an der Stelle. Freunde, wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und falls ihr neu seid, Freunde, und nichts verpassen wollt, drückt auf den Abo-Button und joint den Hashtag OZFightern hier an der Stelle. Wir gehen gerade echt einen nicen Weg, Freunde. Oh, Vegeta. Immer wenn Vegeta kommt. Ah, okay. Hätte sich transformieren können. Hätte sich transformieren können. Super Saiyan 3, Super Saiyan. Super Saiyan God wollten wir da auf jeden Fall. Eigentlich noch Super Saiyan God Animation. Aber ein SSR haben wir auf jeden Fall schon mal an der Stelle. Welche wird es sein? Wenn du mich fragst, welche Charakter hättest du gerne von hier? Ich hätte. Das ist das Geile an JP. Ich hatte keinen einzigen Ultra Instinct Goku auf JP. Alter, geil. Geil. Welcome to JP, Alter. Das sind halt First World Problems auf Global. Wenn du da Charaktere hast, die auf 100 liegen und so, dann freut es dich ja für keinen. Aber auf JP, oh mein Gott. Ich habe ganz lange habe ich als so Ausgleich noch JP, wenn es auf Global mal nicht läuft. Und zum Beispiel in einem Stream haben wir 6 Super 17 gezogen. 5 oder 6. Und ich hatte schon einen auf 100%. Aber auf JP komme, was wolle, Alter. Umso geiler man mit einem Screencrack bei Guys. Ah, ich wollte gerade dabben auf dem Double-Screen. Aber ui, Goku. Worauf ich. Okay, ich wollte sagen, es wäre cool, wenn ich Super Saiyan 3 Bardock ziehen könnte. Den habe ich weder auf Globe noch auf JP. Und wir wissen ja, hier sind ja. Also, Banner sieht ein bisschen anders aus. Wir haben hier Super Saiyan 3 Bardock im Banner. Angel Gold Freezer war auf Globe, glaube ich, auch nicht. Fragezeichen. Ich glaube, der war nicht auf Global, aber hier ist er. Und Super Vegito Physisch ist auch hier am Start. Krass. Krass, wir setzen es auf jeden Fall schon. Alter, die Puls waren geil, Mann. Oh mein Gott. Ich bin gerade übertrieben auf dem Hype-Train. Super Saiyan 1, okay. Könnte noch ein SS auf jeden Fall resultieren daraus. Und zwar starten wir aber hier mit Ginyu an der Stelle. Wir haben Goku. Einfach Ui Goku, oh mein Gott, wie krank, wie krank, wie krank, wie krank. Wir werden, also ich weiß nicht, ich habe jetzt quasi auf Globe das erreicht, was ich wollte. Aus dem Banner, Gott sei Dank. Und zwar Goku haben wir gezogen und Freezy Pop sogar zweimal, Freunde. Lieben Dank an euch, das war euer Verdienst auf jeden Fall. Vorerst, wenn ich sag mal auch, ich spreche mal allgemein auch von euch. Okay, ich spreche mal im Allgemeinen. Falls ihr Goku und Freezer habt, geht nicht allzu in den Banner. Weil, wenn ihr einen Goku und Freezer habt, dann seid ihr eigentlich, dann habt ihr eigentlich den Hauptgewinn, sage ich mal. Natürlich sind die Banner außerhalb davon auch sehr gut. Wenn ihr andere Charaktere braucht, könnt ihr natürlich auch gebrauchen. Aber worauf ich hinaus soll, ist, am 13. September sollte eigentlich quasi noch ein Banner kommen mit LR Goku und Freezer. Heißt. Wenn ihr euch gedulden könnt, dann spart vielleicht den ein oder anderen Stones, beziehungsweise werde ich das machen. Okay, jetzt haben wir zwei, drei Mutis, haben nicht viel Feier gehabt.
Wir fokussieren uns mal nochmal. Ich werde das auf jeden Fall so machen, dass ich meine Stones spare auf beiden Versionen, obwohl ich gerne auf JP Evolution Vegeta hätte. Aber die Sache ist die, das Banner, wenn das LR-Banner kommt mit Goku und Freezer, dann sind diese Banner auch noch online. Heißt, wir können dann abschätzen, vielleicht ist das Bannerinhalt von dem LR-Banner auch nicht schlecht. Könnte ja sein, dass vielleicht der ein oder Charakter auch in dem Banner ist. Zu dem Bannerinhalt wissen wir nichts. Einfach quasi für euch, damit ihr wisst, vielleicht mal abwarten, was da noch kommt quasi mit dem LR-Banner. Ding ist halt, der Discount ist dann nicht mehr da zum LR-Banner-Release. Also, dass der vierte Modi gratis ist. Vielleicht könnte man den Discount noch mitnehmen, aber ich denke, so viel mehr Stones, wie wir jetzt in letzter Zeit bekommen haben, werden wir dann bis zum LR-Banner nicht mehr bekommen. Aber ja, schauen wir mal. Freunde, wir haben noch 2 Multisummen. Die hauen wir auf jeden Fall noch runter. Und dann haben wir ein Single-Summon. Hashtag ein Single-Summon zum Abschluss. Daraus machen wir ein Group-Summon. Jetzt widmen wir uns mal hier diesen Vegeta. Komm, super Vegito, rein mit dir. Spaß! Im Stream hatte ich die Predictions pro Tag. Warte mal, wir hatten Baseform und kein Stream-Crack. Oh, Alter, wieder nichts. LOL. Okay, letzter Mutti. Hoffentlich wird der halt. Im Stream habe ich übertrieben gut predicted, aber hier. Egal, ich kann mich nicht beschweren, aber wir haben hier echt gut gezogen. Auch außerhalb davon. Noch ein Vegeta, noch ein Vegeta. Letzte Mutti, Freunde. Danach machen wir ein. A man has dreams. A man has dreams. Danach machen wir noch einen Hashtag Sing-Summon zum Abschluss als Group Summon. Und dann sind wir auch hier durch mit den JP Summons. Ubi Goku. Krank. Krank. Und Omega Shenlong. Omega Shenlong darf ich vergessen. Jetzt, wo ich Sin Shenlong vergessen, gesehen habe. Das hat mich umso mehr gefreut. Aber gut, ja. Hey, Kalkmoku Blue, okay. Ja. Nehmen wir an. Hätte ein anderes sein können, aber wir nehmen das an. Freunde. Hashtag 1 Singsam noch zum Abschluss. Macht alles bereit für ein Group Summon. Das, was ihr gezogen habt, wenn ihr richtig krank gezogen habt. Oder egal, wenn ihr was gezogen habt, lasst einfach wissen in den Kommentaren auf den Social Media Kanälen. Die ganzen Links in der Beschreibung, Twitter, Discord, Instagram. Und dann pullen wir hier gemeinsam im letzten Singsam. Unser Boy Boo ist hier am Start. Ich zähle runter, ihr wisst, wie das Ganze läuft. 3, 2, 1, easy, go. Okay. Ich glaube nicht, dass ein Stringcrack bei mir kommt. Heißt, ich werde hier Müll ziehen bei euch. Hoffe ich, wie gesagt, ihr habt was Gutes gezogen daraus. Bei uns ist es hier der Boo, Skinny Boo, keine Ahnung, der verabschiedet sich von uns. Aber Freunde, noch zum Schluss, lasst mich wie gesagt wissen, was ihr gezogen habt. Geil. Legit geil. Legit geil. Und zwar, ey, ganz ehrlich, Ui Goku. Oh my god. Ui Goku und Omega Shenlong, die zwei, die waren richtig geil. Die nehme ich auf jeden Fall an, hier an der Stelle, Freunde. So viel zu dem heutigen Tickets-Video. Ich hoffe, das Ganze hat gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.